Herzlich willkommen, liebe Leute. Ich begrüße euch ganz herzlich zu meiner heutigen Tour hier im nördlichen Münsterland. Und ich starte hier am alten Bahnhof in Horstmar, am Café an der Radbahn. Da ist direkt die Radbahn. Und da geht es jetzt lang Richtung Norden, Richtung Steinfurt. Die Sonne hat mich heute natürlich vor die Tür gelockt. Bei diesem herrlichen Wetter muss ich einfach Rad fahren, da muss ich was unternehmen an der frischen Luft. Ich freue mich, dass ihr mich dabei begleitet heute und mal schauen, was ich euch heute so zeigen kann. Ich bin jedenfalls, wie ihr schon merkt, wieder total begeistert. Ich habe nicht mal eine dicke Jacke angezogen. Es sind 13 Grad, richtig warm ist es noch nicht, aber wie gesagt, die Sonne scheint und dann merkt man das gar nicht so. Vor zwei Wochen haben wir noch im Tiefschnee da das Auto ausgebuddelt, dass ich zur Arbeit fahren konnte und jetzt dieses herrliche Wetter. Da muss man doch begeistert sein. Immer wieder bin ich auch total begeistert, welche Mühe die Leute sich hier gegeben haben, um so Rastmöglichkeiten attraktiv zu gestalten. Wenn man sich jetzt mal hier anschaut, auch so ein altes Wartehäuschen an der alten Bahnlinie hier. Das ist einfach herrlich. Im Hintergrund hört ihr die Glocken der Kapelle läuten und genau in dem Moment, wo ich die Kamera starte, fängt die Kreissäge an. Jetzt hört sie wieder auf. Das ist ja genau typisch, wenn man sowas filmen will. Bei dem herrlichen Wetter haben natürlich viele Menschen die Idee, einen Ausflug zu unternehmen. Wir haben gerade schon so einige Pedelec-Fahrer überholt. Die sind auch immer richtig flott unterwegs mit der elektrischen Unterstützung. Aber dann sieht man auch so manches Detail am Wegesrand nicht. So wie hier zum Beispiel dieses wunderbar hergerichtete alte Wartehäuschen. Und wenn man daran vorbeiläuft, dann der Hinweis auf die öffentliche Toilette. Zumindest für den Herren. Das muss ich mal eben kommentieren, denn das ist neu. Ich weiß nicht, ob es hier zu Unfällen gekommen ist an der Radbahn. Normalerweise war das einfach glatt durchasphaltiert, die Radbahn. Natürlich muss man als Radfahrer hier die Vorfahrt achten auf, bei den Autofahrern. Die haben Vorfahrt auf der Straße. Aber dass es extra gekennzeichnet ist, das ist neu. Wahrscheinlich was passiert. Ich hoffe nicht. Es quietscht nicht mehr. Thank you.
stehe jetzt hier vor dem Wasserschloss in Steinfurt, die älteste Wasserburg Westfalens. Und bei so herrlichem Sonnenschein natürlich immer wieder super als Ausflugsziel. Und es ist gar nicht so viel los hier. Ja, liebe Leute, ich finde, so ein kleiner Ausflug nach Burg Steinfurt lohnt sich auf jeden Fall. Wenn ihr mal mit dem Rad unterwegs sein wollt hier in der Gegend, könnt ihr mit dem Zug anreisen. Hier in Burg Steinfurt hat einen Bahnhof, einen Regionalbahnbahnhof, von Münster aus gut zu erreichen. Habe ich auch schon mal gemacht. Mit meiner Tochter und meiner Frau bin ich mal von hier aus zurückgefahren, weil die nach dem Eisbecheressen keine Lust mehr hatten zu radeln, das weiß ich noch. Die Tour haben wir im letzten Jahr unternommen. Müsst ihr mal gucken, wer das interessiert. Und ich radel jetzt weiter Richtung Nordwesten, ein bisschen Richtung Niederlande. Aber bis an die Grenze fahren wir heute nicht. Ich bin jetzt auch nicht mehr auf der Radbahn Münsterland hier unterwegs, sondern auf einer alten Bahntrasse zwischen Burg Steinfurt und Metelin. Metelin liegt so im Großraum Gronau und dann kommt halt auf der niederländischen Seite Enschede oder Enschede, wie der Niederländer sagt. Und wie ihr gerade gesehen habt, gibt es ja auch die alten Wartehäuschen und ich finde das total klasse. Es war super Wetter jetzt, aber ich bin auch schon bei Schnee gefahren auf der Radbahn oder auch im Regen. Damals, als ich mir das erste Mal mit dem Trank hier Kaffee gekocht habe, mit meinem Outdoor Kaffeesystem von Ortlieb und da weiß man das schon zu schätzen, ne? Wenn man so eine Unterstellmöglichkeit hat, auch ein bisschen windgeschützt, das ist eine super Sache. Ich bin begeistert. Man wird ja immer wieder auf solchen Ausflügen in Gegenden, wo man noch nie war, überrascht, was man so am Wegesrand entdeckt. Aber manchmal wird man auch so richtig überrascht, weil, dass ich jetzt das hier entdecke, da habe ich jetzt gar nicht mit gerechnet. Da muss ich zu meiner Schande auch wieder gestehen, ich bereite mich ja nie auf solche Touren vor. Und ja gut, ich suche mir die Strecke raus, aber das war es dann auch. Und schon gar nicht vor der eigenen Haustür, gibt es keine große Vorbereitung, aber hier war ich noch nicht. Und was das ist, das muss ich erstmal rausfinden. Also mit den Dinos hier vorne, das macht mir keinen historischen Eindruck. Ich habe vor Ort jetzt hier herausgefunden, was das hier auf sich hat mit der Burg und mit den kleinen Dinos. Das ist hier der Dino Zoo Metelin. Hier sind ja auch einige Dinos geparkt hier im Garten und habe ich nicht gewusst, dass es hier sowas gibt. Kann man mal sehen, ne? Man lernt doch immer mehr was dazu. Die Möglichkeit, sich hier am Waldesrand ein bisschen hinzusetzen, nehme ich natürlich gerne an. Ich habe auch heute wieder mein aufblasbares kleines Sitzkissen dabei, beziehungsweise ist sogar selbst aufblasend. Das ist wirklich eine feine Sache. Kann ich nur empfehlen. Ist zwar nicht so kalt heute, auch nicht nass darunter, aber man weiß ja nie. Eine Tour voller Überraschungen. Erst die Dinosaurier und jetzt die Kunstroute.
Grüningsmühle. Ich bin jetzt auch mittlerweile durch den nächstgrößeren Ort hier gefahren, durch Schöppingen. Aber von der Kunst am Wegesrand habe ich jetzt nichts gesehen. Ich hätte euch das gerne gezeigt. Ich bin auch extra langsam geradelt. Vielleicht bin ich einfach nicht bereit für diese Kunst. Oder vielleicht wird die im Winter weggepackt. Wenn ihr hier aus der Gegend kommt und ihr wisst Näheres über den Kunstradweg, dann schreibt mir das doch bitte in die Kommentare. Dann komme ich gerne nochmal wieder, wenn die Kunst dann ausgepackt ist oder für mich auch sichtbar ist. Wisst ihr, was mir an dem Schild besonders gut gefällt? Ist hier. Eine Zeltwiese, man darf da zelten. Ich habe jedenfalls wieder richtig Lust, eine Tour mit Übernachtung im Zelt zu unternehmen. Im letzten Jahr ist das ja nichts geworden. Die Campingplätze waren ja größtenteils geschlossen. Im Herbst war ich noch eine Woche mit dem Wohnmobil unterwegs, mit meiner Tochter Mosel und Rhein waren wir unterwegs. War auch wunderschön. Ja, aber wie gesagt, ich habe Lust, das mit dem Rad zu unternehmen, euch dann dabei auch mitzunehmen, also mit der Kamera das zu machen. Und ich glaube, wenn ich mal so überlege, Wetter ist ja schön, es ist warm. Ich glaube, ich packe mir heute Nacht das Zelt aus, beziehungsweise heute Abend, und übernachte mal eine Nacht im Zelt im Garten. Da kann mir es ja keiner verbieten. Ist ja mein Garten, mein Zelt, meine Zeltwiese. Ich bin also immer noch auf der Kunstroute, auch wenn ich die Kunst nicht sehen kann. Und komme jetzt hier zum Wallfahrtsort Eggerode. Ja, auf dem Schild hinter mir könnt ihr es lesen. Marienwallfahrtsort Eggerode. Was ich auch total amüsant finde hier. Fahrradfreundliche Gemeinde in Nordrhein-Westfalen. Das hatten wir doch bei der letzten Tour schon, als ich in Buldern unterwegs war. Da habe ich ja nicht mal einen Radweg gehabt bei der Bahnunterführung. Mal gucken, wie die Fahrradfreundlichkeit sich hier zeigt. Also einfach einen Radweg an eine Straße zu klöppeln, das finde ich ist normal. Das ist nicht besonders fahrradfreundlich, explizit. Wir schauen uns das mal an hier, ne? Unglaublich, liebe Leute, ich bin begeistert. Ich habe an diesem Kunstradweg doch tatsächlich ein Kunstobjekt entdeckt, auch wenn mich das Schild erst darauf hinweisen musste. Also hier in Eggerode bin ich dann doch endlich fündig geworden. Das beruhigt mich jetzt auch ein bisschen, dass ich dann doch nicht ganz blind durch die Gegend radel. Und ich habe gerade noch was viel Besseres gefunden, nämlich diese E-Bike-Ladestation hier. Tippitoppi. Nach 42 Kilometern und 3 Stunden Fahrzeit bin ich jetzt hier am Bahnhof Café im Horstmar Heile angekommen. Ja, ich bin Heile angekommen. Was nicht Heile angekommen ist, ist mein Fahrrad. Bei der letzten Aufnahme gerade, wo ich immer schön durchs Bild fahren wollte, hatte ich zum Kameraaufstellen mein Rad halt kurz abgestellt. Und da ist mir das Rad umgekippt.
Und mal wieder, das ist das zweite Mal, dass dieser Artspiegel mir abgebrochen ist. Der Spiegel abgebrochen. Da habe ich es momentan womit, dass mir Sachen abbrechen. Letzte Tour die GoPro, also runtergerissen ist, als das Kunststoff da nachgegeben hat, nach den Vibrationen. Und jetzt halt der Spiegel, weil das Rad umgefallen ist. Ich muss mir mal was einfallen lassen, dass meine Sachen auch mal heile bleiben bei Natur. Auf die nächste Tour bin ich dementsprechend schon gespannt. Alle guten Dinge sind ja drei. Ja, die Tour ist jetzt jedenfalls zu Ende heute. Hat mir richtig Spaß gemacht, mal wieder neue Sachen gesehen. Den Dino-Park, das kannte ich ja noch nicht. Und auch Eggerode, der Wallfahrtsort, der Kunstradweg. Ganz interessante Sache. Ich hoffe, euch hat es auch gefallen, mich ein bisschen zu begleiten. Wenn ja, lasst mir bitte einen Daumen nach oben da. Und wenn nicht, halt natürlich den Kanal abonnieren. Ich sage bis zum nächsten Mal. Vielleicht baue ich das Zelt gleich noch auf, wie gesagt, zu Hause im Garten. Dann werdet ihr das sehen. Es wird ja schon dunkel, muss ich mich ein bisschen beeilen. Bis zum nächsten Mal. Ich freue mich auf euch. Euer Swobo. Tschüss. Prost. Feierabend.